Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einem Videotutorial zu einer ganz schnell gemachten Karte, die meiner Meinung nach dennoch das gewisse Etwas hat, auch hier durch den zweifarbigen Stempelabdruck. Und da zeige ich euch einmal, wie ich das Ganze gemacht habe. Wir bekommen dabei gleich zwei von den Karten, kann man ja immer gebrauchen. Dazu benötigen wir ein Stück grundweißen Farbkarton mit den Maßen 14,8 x 21 cm. Das heißt, ich nehme mir ein DIN A4 Papier, schneide das bei 14,8 cm durch, drehe das dann auf die jetzt lange Seite und falls bei 10,5 cm, das kann ich bei dem zweiten Papier auch direkt machen. Bevor ich den Papierschneider weglege, nehme ich mir noch Designerpapier. Das ist ein Traum, oder? Das ist hier das neue Papier aus der Celebration. Beeindruckende Blumen. 10,5 x 10,5 cm ist natürlich nicht ganz so papiersparend, als wenn wir jetzt 10,2 x 10,2 nehmen würden. Dann würden wir drei nebeneinander aus so einem Bogen kriegen. Aber ich wollte beim Standardkartenformat bleiben und das ist nun mal 10,5 hoch. Wer Papier sparen möchte, müsste die Karte halt entsprechend etwas schmaler zuschneiden. Wie gesagt, 10,5 x 10,5. Und das lege ich mir jetzt einfach so rein, dass hier die Spitze und hier die Spitze bei ca. 2,5 cm sind. Da kommt es jetzt nicht auf einen Millimeter an. Ja, also so reingelegt. Wie gesagt, der Vorteil jetzt bei dem Papier ist, dass das keine bestimmte Laufrichtung hat. Und so kann ich nämlich gleich beide Stücke verwenden. Zack. Durchschneiden. Dann habe ich jetzt nämlich zwei gleiche Stücke. Wie gesagt, wenn das jetzt ein Papier mit Laufrichtung ist, dann würde ich halt eine Karte so gestalten und die andere einfach genau andersrum. Da sind ja unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, die Falzlinien knicke ich einmal nach. Bevor ich das Ganze jetzt aber da drauf klebe, bestempel ich das erst. Sollte ich mich nämlich mal verstempeln, habe ich nicht gleich das schöne Designerpapier schon aufgeklebt und kann das mit entsorgen, sondern im Zweifelsfall nur die Grundkarte. So, ich habe hier das Stempelset etwas Besonderes genommen und daraus diesen Text. So, um das für mich ein bisschen besser, ja, mich zu orientieren, wo ich das Ganze hinhaben möchte, kann ich mein Designerpapier einmal auch hier drauflegen. Guck jetzt mal, wo der Stempelabdruck sich gut macht. Also der Stemperatus ist jetzt wirklich eine wahnsinnig große Hilfe bei dem zweifarbigen Stempeln. So, jetzt nehme ich Designerpapier und Karte zunächst einmal runter. Ich habe jetzt hier das Stempelkissen im Brombeermoos und gleich nehme ich auch noch das in Waldmoos. Ich färbe jetzt mal nur den oberen Teil ein, weil ich erstmal nur gucken möchte, ist das Ganze gerade. Dafür habe ich hier mein Papier. Darauf achten, dass das wirklich schön in den Kanten liegt. Stempel es ein, dann sehe ich, das ist ein bisschen schief. So. Schauen wir mal, ob wir es jetzt gerade haben. Das sieht ja genauso schief aus. Zack. So, ich rutsche das dann einfach mal ein Stück runter. Mach da nochmal den Abdruck und ich denke, das können wir jetzt so lassen. Da gerade Brombeermus gerne mal noch ein bisschen abfärbt, drehe ich das Ganze jetzt um, damit ich mir nicht die Rückseite meiner Karte einfärbe. So, und jetzt nehme ich mir einfach ein bisschen Washi-Tape und mache mir das hier unten über den Text. Ich könnte das noch mit abkleben hier unten, brauche ich aber nicht, weil ich einfach mit dem Stempelkissen nicht so weit runtergehen muss. Und färbe mir jetzt halt nur diesen Text ein. Wichtig, das Washi-Tape jetzt abmachen, sonst habe ich den Schmier ja mit auf der Karte. Hier aufpassen, weil ich da ein bisschen eingesaut habe, dass ich das da nicht zu weit runterdrücke. Wenn hier jetzt ein bisschen was ist, das ist nicht so schlimm. Weil wir jetzt hier noch mit einer anderen Farbe drüber gehen, dann bin ich wohl gerade doch ein bisschen zu weit gekommen bei meinem Test, ob das Ganze gerade ist.
Ich habe jetzt in die andere Richtung meinen Text abgeklebt. So. Ziehe jetzt wieder mein Washi-Tape ab. Und tada! Habe ich ganz wunderbar meinen Text zweifarbig. Das würde ich jetzt natürlich bei der zweiten Karte genauso machen. Fürs Video reicht das ja jetzt einmal. Wichtig, Stempelkissen zumachen, dann legt man aus Versehen die gebastelte Karte da rein. Ich spreche da aus Erfahrung. So, jetzt nehme ich mein Designerpapier. Und klebe das auf. Was mir gerade noch einfällt, ich hatte ja gesagt, wenn das jetzt ein Papier mit Laufrichtung ist, dann könnte ich die Karte ja auch so rummachen. Ich kann aber natürlich gegebenenfalls auch mal die andere Seite verwenden. Und bei so Papier oder halt das Ganze so rum dann machen mit der anderen Seite. Das sieht auch sehr schön aus. Da könnt ihr einfach gucken, was euer Papier so hergibt. So, jetzt noch einen kleinen Trick. Ich habe mir hier so einen langen Streifen Brombeermus zugeschnitten. Ich habe jetzt einfach vom DIN A4 Blatt, also volle Länge, die 29,7 cm, mir einen halben Zentimeter abgeschnitten. So, ich lege mir jetzt mal ein Schmierpapier drunter, weil ich gleich noch ein Video drehen möchte. Soll meine Unterlage natürlich sauber bleiben. Und dann nehme ich mir jetzt den Wink of Stella und male damit den kompletten Streifen einmal an. Und dann, liebe Kamera, stell ich auf, schaut euch das an, herrlich, oder? Wie der dann funkelt. Nehme ich jetzt ein bisschen Tombow. Einmal hier am Rand vom Designerpapier entlang. Setz den Streifen hier an. Und schneide das Ganze hier ab. Ja, warum habe ich jetzt so einen langen Streifen genommen? Ganz einfach, der reicht für meine zweite Karte dann noch problemlos mit. Und so habe ich wirklich ruckizucki mal eben so eine Karte fertig. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Ich freue mich natürlich immer über euer Feedback hier in den Kommentaren und natürlich auch ein Däumchen hoch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!